Und schaut mal, das ist auch ein Produkt von mir, das habe ich mal für mich gemacht. Das ist eine normale, theoretisch eine ganz normale Teekanne. Jetzt kann man sie natürlich nicht mehr nutzen, weil da ist ein Uhrwerk drin. Ein richtig klasse Uhrwerk. Und die steht bei mir in meiner Küche. Und die gute Frau ist immer glücklich, wie schön, wie spät es ist. Und weil ich schon viele, viele verrückte und schöne Teekannen gemacht habe, zeige ich euch mal heute eine ganz geringe Auswahl. Ganz am Anfang sind es noch sogar uralte Fotos, da gab es das noch nicht mit dieser schönen Digitalfotografie. Deswegen seht ihr, die sind schon ganz, ganz alt. Vielleicht findet sich ja der eine an oder andere Kunde, der diese Kanne noch jetzt hat und benutzt. Ja, da kann man sehen, dass wir Tiere schon gemacht haben als Kanne, auch heute noch machen als Teekanne. Und Kunst drauf male ich natürlich sehr gerne, weil ich ja ein absoluter gerne was Schönes drauf male auf die Kanne, nicht nur die Form schön finde, sondern auch das drauf male. Hier seht ihr den Alahundertwasser, ist mit Gold veredelt, den hat heute irgendein Mensch. Und hier sind die ähnliches wieder wie Hundertwasser. Hier sind die Kannen, die ich mit Kaffeefilter gemacht habe. So verschiedene, in den verschiedenen Mustern, in bunt, und immer dieser Aufsatz. Das ist eine schräge Kanne mit Kaffeefilter, alles immer mit Filter. Hier ist Fachwerkmotiv mit Kaffeefilter. Und hier die Crazy-Version. Und jetzt kommen noch so verschiedene Teekannen, die ich dann mit einem verrückten Henkel gemacht habe. Das sind alles verschiedene Henkel. Der eine ist so, der andere so oder so. Einer Frau an der Seite. Statisch sehr perfekt. Wir kriegen das immer perfekt hin. In meinen Kannen sieht man natürlich meine Vorbilder, die ich habe. Da ist der Hundertwasser natürlich erkennbar. Der Klimt. Die oder hier der, das ist jetzt auch eine Art Klimt oder der Picasso, die werde ich immer irgendwo widerspiegeln in meinen Formen und in meinen Farben und in meinen Mustern. Das ist dann zum Beispiel eine Hommage an den Herrn Picasso, den male ich sehr gerne. Es kommt auch sehr gut an, dieses schräge, schiefe Gesicht. Und es ist dennoch meins, ne? Hier liegt mal eine Frau auf einer Teekanne. Das sollte einfach nur mal so was Kurioses werden. Hier hängt einer an der Kanne. Immer mit Witz und Charme entstehen meine Teekannen. Mit Gesicht und Smileys. Das sollen die Metallbeschläge darstellen an dieser Kanne, aber immer nur gemalt. Hier ist eine Kanne, die im Jugendstil nachgemacht ist. Diese ähnlich, ich mag ja wieder diese wahnsinnscoole Form, diese Donutkanne mit dem Jugendstil angemalt. Und ich mag natürlich auch Tiere oder Figuren wie diese Hexe. Hier die Kanne gab es schon als Film, wo ich das Märchen drauf gemalt habe. Oder hier die schöne Wunderkatze, die dann einfach bunt und kirre angemalt ist. Sie wirkt doch gigantisch, ne, diese Kanne. Und so hab ich schon diese vielen Tiere gemacht. Ich glaube, ich habe noch kein, was ist kein Tier, was ich nicht gemacht habe. Es gibt echt schon Unmengen Tiere, die wir gemacht haben. Hier ist die Erdbeer oder hier ein Haus. Genau, ein Haus ist ja auch sehr, sehr kurios als Kanne. Eine kleine Kirche. Kann man ja unschwer alles erkennen, was ich da gemacht habe. Ne? Oder diese kleine süße Blumenfrau. Hier ist wieder eine kleine Klimt-Erinnerung, die ich gemalt habe. Ich male es immer ein bisschen anders. Das soll immer mein Stil erkennbar sein. Wieder ein schönes Gesicht auf beiden Seiten. Und hier sogar eine kleine Baumkanne, wo man die Figuren erkennen kann. Und Frauen. Frauen male ich natürlich auch sehr gerne. Die sind hier ganz zu kurz gekommen. Aber das wird ja nicht mein letztes Vorstellung sein, meine Teekannen. Ich male natürlich Unmengen Frauen. Hier sind jetzt wieder die Katzen erkennbar und noch ein Elefant war kurz vorher zu sehen. Und hier einfach eine Blumenwiese mit Schmetterlingen und Blümchen, fast normal, ne? Und hier ist die Oma als Teekanne zu sehen. Und hier ist eine ganz normale, klassische bunte Teekanne von mir. Die sind ja ganz zu kurz gekommen.
Aber das kann man ja in meinen Shops, die ich natürlich unten verlinke, kann man die nochmal nachschauen. Die kann man ganz normal kaufen. Das sind keine Stücke, die es nicht mehr zu kaufen gibt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich freue mich bis zum nächsten Mal.